Grüß dich und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Das ist ein kurzes Infovideo, in dem ich auf weitere Gerüchte zur DJI Mini 3 eingehen möchte. Ich habe ja bereits im Januar ein solches Video gemacht. Es gab Leaks im Internet. Ob man diesen vertrauen kann, weiß keiner von uns. Aber man kann ja nichtsdestotrotz sich eine eigene Meinung bilden, wenn man diese Leaks sieht. Und ich habe das Gefühl, es gibt jetzt ein neues Foto von der angeblichen DJI Mini 3, dass das, was ich vermutet hatte im letzten Video, sogar so eintreffen wird. Das Bild und meine Gedanken zu dem ganzen Thema gleich nach dem Intro. Viel Spaß beim Zuschauen. Freunde, ich glaube, es dauert tatsächlich nicht mehr lange, bis die DJI Mini 3 veröffentlicht wird. Hat ja schon auch lang genug gedauert, oder? Seit der letzten Mini 2 so gesehen. Mittlerweile hat sich auch einiges auf den Drohnenmarkt getan. Thema Gesetze und so weiter und auch andere Hersteller, die unter 250 Gramm Drohnen veröffentlicht haben. Also eigentlich ist es jetzt an der Zeit. An dieser Stelle Vorsicht, das was ich jetzt erzähle, das ist absolut keine offizielle Information. Das sind reine Spekulationen von meiner Seite her. Ich habe keine Info von DJI selbst, irgendwelchen Händlern und Co. Lediglich ein paar Informationen aus dem Internet, die auch nicht offiziell sind, nicht bestätigt sind, und ich habe versucht, mir meine eigene Meinung zu bilden, nachdem ich auch so ein bisschen den Drohnenmarkt analysiert habe. Was macht die Konkurrenz von DJI? Welche Drohnen sind erschienen? Was wird vielleicht noch kommen? Und was hat DJI selbst in den letzten Monaten, Jahren getan? Wie schon gesagt, ein solches Spekulationsvideo zur Mini 3 habe ich ja bereits schon im Januar gemacht, diesen Jahres, nachdem ich ein paar Informationen im Internet gefunden habe. Dort hat man eine Liste veröffentlicht von DJI selbst, bei der ein paar neue Produkte für dieses Jahr 2022 angemeldet wurden. Zum einen die Pocket 3, freue ich mich auch riesig drüber, mal schauen, was da kommen wird, und die DJI FPV Mini Drohne. Könnte auch richtig geil werden an dieser Stelle. Und aber auch die DJI Mini 3 Drohne. Und in dieser Liste stand sogar auch schon fest, wann die Mini 3 auf dem Markt erscheinen soll. April 2022, also nicht mehr lange hin. Und warum nehme ich jetzt Bezug auf diese Liste? Naja, dieses Bild, von dem ich schon die ganze Zeit hier so ganz geheimnisvoll rede, bestätigt so ein bisschen das, was uns diese Liste sagt. Hier mal das Foto, auf dem man angeblich die DJI Mini 3 schon sieht. Im Netz wird geschrieben, dass es ein Poster sein soll. Ich gehe stark davon aus, dass es tatsächlich schon die finale Produktverpackung ist. Das heißt, das mit April, Produktverpackung ist schon fertig designt, das Produkt ist schon fertig, könnte tatsächlich ein Zeichen sein, dass die Mini 3 schon im April kommen wird. Denn solch eine Produktverpackung wird in der Regel als allerletztes finalisiert, nachdem das Produktdesign schon fertig ist, das Produkt fertig ist, nachdem es schon fotografiert worden ist für die Online-Shops und Co., nachdem man schon weiß, welche technischen Daten das Gerät haben wird, nachdem man weiß, was alles in der Verpackung sein wird. Also wirklich der allerletzte Schritt, bevor das Produkt dann in die Läden kommt. Deswegen für mich ein Indiz dafür, dass die Mini 3 tatsächlich schon im April kommen wird. Und ganz klar, logisches Denken, warum kommt die Mini jetzt im Frühjahr, nicht erst im Herbst? Zum einen, klar, es wird ein Jahr ausgelassen, zum anderen, es hat sich viel getan in der Drohnenwelt. Es gibt auf einmal andere Hersteller, die Konkurrenzprodukte für Drohnen unter 250 Gramm stellen. Ob es eine Fimi X8 Mini ist, eine Sino Mini Pro, eine Autel Nano Plus, natürlich muss jeder für sich selbst entscheiden, ob diese Drohnen eine Konkurrenz zur Mini darstellen, aber DJI hat Drohnen. Deswegen muss die Drohne jetzt schon raus. Aber das ist gut, ich sag ja immer, Konkurrenzprodukte sind für uns Endkunden gut. Der größte Player im Drohnenmarkt hat auf einmal Druck bekommen, muss jetzt vielleicht bessere technische Daten in die kompakte Drohne packen, die man vielleicht erst ein Modell später gebracht hätte. Und die Drohne wird jetzt auf einmal früher rausgebracht, als es vielleicht der Fall gewesen wäre. Aber auch hier reine Spekulation. Kurz und knapp, wenn das Bild tatsächlich eine finale Produktverpackung oder irgendein finales Poster von mir aus zeigt, dann steht der Release kurz bevor. Also kann man sagen, das, was ich im Januar vermutet habe, dass die Veröffentlichung im April kommen könnte, wird ein bisschen von diesem finalen Design hier bestätigt. Ebenfalls hatte ich gesagt, dass es wahrscheinlich mehrere Versionen von der Mini 3 kommen wird. Diese Information basiert auf meinem logischen Denken, habe ich jetzt nicht als Quelle irgendwo aus dem Internet gezogen. Und hier muss man sich einfach die Mini-Drohnen zuvor anschauen, Mini 1, Mini 2. Diese zwei Drohnen stehen bei DJI wie keine anderen für Einsteigerdrohnen. Drohnen, die auf einmal bezahlbare DJI-Technologie bieten. Und würde jetzt DJI hingehen, ähnlich wie bei der Mavic 3, das habe ich auch im Januar-Video gesagt, und würde in die Mini 3 alles an Technik reinkloppen, was man in diese 250 Gramm reinkloppen kann, dann wird natürlich auch der Preis wachsen. Ich meine, Hindernissensoren,
Das sind einzelne Kameras, die kosten Geld, die muss DJI auch einkaufen, muss also den Verkaufspreis erhöhen. Eine bessere Kamera mit einem größeren Sensor, natürlich kostet Geld, gleiche Geschichte. Und im Januar-Video hatte ich versucht so ein bisschen zu sagen, ich glaube, das was bei der Mavic 3 passiert ist, wird versuchen DJI so ein bisschen zu umgehen. Denn die Mavic 3 spielt schon in einer ganz anderen Liga als die Mavic 2 Pro und Zoom damals zum Beispiel, weil ganz andere Technik zum Einsatz gekommen ist. Größere Sensoren, was man eigentlich für ein größeres Modell sich vorbehalten könnte und so weiter. Und natürlich, die Kunden sagen, was, meine Mavic 2 hat damals so und so viel gekostet und die Mavic 3 kostet jetzt auf einmal 5, 6, 700 Euro mehr, je nach Ausstattung. Ich glaube, DJI geht's zu gut. Aber manche verstehen einfach nicht, es kostet mehr, weil man deutlich mehr bekommt. Und jetzt babble ich wieder zu viel, was möchte ich eigentlich ausdrücken? Und das, was ich im ersten Video gesagt habe, ich gehe stark davon aus, dass es mehrere Versionen geben wird, um diesen Fehler zu vermeiden. Man sieht ja auf diesem Produktdesign Mini 3 Pro. Das wird die Version sein, die am teuersten ist, aber alles das, was möglich war zum Zeitpunkt jetzt an Technik bieten wird, Hindernissensoren, ein großer Sensor in der Kamera und so weiter, auch noch diese RC Pro Steuerung, die man auf dem Bild erkennt, kennt man ja von der Mavic 3 zum Beispiel. Und dann können die Leute, die sagen, Mensch, wenn das Teil immer noch unter 250 Gramm ist und aber all diese Technologie bietet, ich bezahle jeden Preis dafür, dann kann das Teil von mir aus auch 1000 Euro kosten. Ich weiß, das Teil wird seinen Job machen, wird das abliefern, was uns der Hersteller verspricht. Glaub mir, werden viele Leute kaufen. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich die Leute, die sich irgendwann eine Mini 1, Mini 2 gekauft haben und jetzt natürlich auch davon ausgehen, der Preis der Mini 3 wird ungefähr auch bei 500 bis 600 Euro liegen. Da bereitet man sich ja schon so ein bisschen vor. Ich lese oft, der ein oder andere muss seine Frau noch überzeugen, sich dieses System kaufen zu können. Das ist jetzt Ironie, das ist klar. Man stellt sich schon innerlich auf einen gewissen Preis ein. Und wenn auf einmal, boom, 1000 Euro? Nee, niemals. Ich hole mir die Hubsansino Mini Pro oder Fimi X8 Mini, was auch immer. Deswegen gehe ich stark davon aus, dass neben der Mini 3 Pro noch eine DJI Mini 3 Standard vielleicht kommen wird. Vielleicht Sensoren nur auf der Front zur Hinderniserkennung, keine auf der Rückseite. Das sind Spekulationen. Vielleicht auch ein kleinerer Bildsensor in der Kamera drin. Vielleicht dann auch nur 4K 30 Videos anstatt 4K 60 Videos. Wer weiß. Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass hier einem die Option gelassen wird. Und klar, wenn man sieht, was DJI sonst so macht bei seinen Drohnen, dann wird natürlich neben der Standardversion noch eine Fly More Variante kommen mit 3 Libros, Tragetasche, ND-Filter. Und wenn man sich die Verpackung weiter anschaut, sieht man diese besagte RC Pro. Sorry an dieser Stelle. Es gibt zum Zeitpunkt jetzt nur dieses eine Bild. Ich versuche einfach hier meine Gedanken mit dir zu teilen. Vielleicht bietet dir das irgendwo einen Mehrwert und kann dir schon bei irgendeiner Entscheidung helfen. Vielleicht willst du gerade eine Autel Nano Plus kaufen oder gerade eine Mini 2. Gibt ja Leute, die immer noch schreiben, soll ich mir das Teil kaufen oder nicht? Zum Zeitpunkt jetzt würde ich persönlich noch warten, damit die Enttäuschung später einfach nicht groß ist. Aber zurück zum Thema und der RC Pro. Warum spreche ich überhaupt darüber? Ihr habt das Teil jetzt gesehen. Wissen ja, dass die RC Pro Steuerung den OcuSync 3, naja, OcuSync heißt es nicht mehr, O3 Funkstandard unterstützt. O3 Plus sogar, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt für mich, wenn es der gleiche Standard ist wie bei der Mavic 3, dann können wir bei der Mini 3 Pro zumindest die gleiche Reichweite in der Videoübertragung erwarten zwischen Drohne und Steuerung. Bei O3 Plus, das ist aber auch nur mit der RC Pro Steuerung umsetzbar, wird eine maximale Videoübertragung von 15 Kilometern vom Hersteller angegeben. Natürlich ideale Bedingungen und das auch nur im FCC-Raum. Im CE-Raum ist es noch etwas weniger dann. Wenn ich ehrlich bin, vielleicht ist das Foto so ein bisschen komisch fotografiert. Ich finde, die Drohne wirkt noch so ein bisschen von der Form anders als andere DJI-Drohnen, so ein bisschen rund, gewöhnungsbedürftig für mich. Wer weiß, wie es dann final aussieht. Aber was man sonst erkennt, ganz klar die Hinderniserkennung nach vorne, also die zwei weiteren Sensoren, Kameras, nichts anderes ist es, auf der Vorderseite. Nutzt man, wenn man selbst fliegt und gut fliegen kann, nicht so oft. Sollte man sich auch nicht so oft drauf verlassen. Gerade bei Ästen könnte sowas schwierig werden, wenn keine Blätter drauf sind. Aber es kann ja passieren, man hat ein technisches Problem, Videoübertragung bricht ab. Der Akku deiner Steuerung geht leer, Lipo der Drohne geht leer, was auch immer, die Drohne kehrt von alleine zurück. Und wenn man da vielleicht die falsche Return to Home Höhe eingestellt hat, also die Rückkehrhöhe von der Drohne, hat ja GPS, merkt sich den Startpunkt, kehrt von alleine zurück, dann kann es einem nochmal die Drohne retten, wenn da Sensoren sind. Dann wird vielleicht das eine oder andere Hausdach, Baumspitze, was auch immer dazwischen kommen kann, nicht mitgenommen von der Drohne. Passiert nicht oft, bei Anfängern wahrscheinlich mehr, aber oft sind es ja Verkettungen von mehreren Ereignissen,
die dann zu solch einem Crash führen können. Deswegen ist es schon ganz gut, wenn Sensoren verbaut sind. Und beim Gewicht gehe ich stark davon aus, dass auf jeden Fall eine Version unter 250 Gramm wiegen wird, wie es bei der Pro ausschaut, die mehr Technik an Bord hat. Weiß ich nicht, aber ich tendiere eher dazu, dass dieses System wahrscheinlich auch unter 250 Gramm wiegen wird. Die wollen einfach, weil es immer mehr Gesetze gibt, Leuten, die vielleicht auch Angst wegen Klassifizierung, Übergangsphase haben oder generell Probleme mit Aufstiegsgenehmigung, so ein bisschen den Mehrwert bieten. Hey, unsere Drohne ist kompakt, leicht, hat eine geile Qualität, kannst du fast überall fliegen, du brauchst eigentlich deine größere Drohne gar nicht mehr, für die du dann eigentlich hättest Genehmigungen einholen müssen. Ich merke, das Video zieht sich wieder in die Länge, ich rede viel, ich habe auch viele Gedanken zu dem System. Schreib du mal bitte in die Kommentare, ist das Video aus deiner Sicht zu lang geworden, zu trocken, zu langweilig? Du siehst ja keine Drohnenaufnahmen, nichts. Ich spekuliere und sitze hier und rede zu dir persönlich. Und deswegen möchte ich auch, dass du zu mir redest. Schreib in die Kommentare deine Gedanken zu einer kommenden Mini 3. Und man sieht auch, dass die Blende bei 1.7 fixiert ist. Also vergleichsweise lichtstark. Natürlich über den Sensor, der verwendet worden ist, kann man sich streiten. Ich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass hier so ein bisschen vielleicht auf die DJI Pocket 2 zurückgegriffen wird, da die Größe, vielleicht auch auf die R2, aber wer weiß, vielleicht liege ich hier auch komplett falsch und es kommt was ganz anderes, wer weiß, mit dem Hinblick auch, dass es vielleicht mehrere Drohnenvarianten geben wird, mit einem kleineren Sensor, der verwendet wird. Ganz klar, Fotos, JPEG und RAW, ich denke HDR-Aufnahmen werden auf einmal am Start sein und ich gehe auch stark davon aus, dass man hier in 4K 60 FPS filmen kann dann. Also wie du siehst, man kann hier aus diesem Bild schon so ein bisschen was schließen, natürlich viel gesponnen, aber was ich mir wünschen könnte als Kunde einer Mini 3 zum Beispiel, bitte Active Track hinzufügen auf einem guten Niveau, wir haben ja Hindernissensoren am Start und aber auch Wegpunkte, die nutze ich persönlich sehr oft. Und jetzt bist du nochmal gefragt, schreib bitte dein Feedback unten in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke, wenn du es noch nicht getan hast, denn ich kann dir eins sagen, du wirst Videos zu dieser Drohne, egal wie diese aussehen und heißen wird, mit als erstes hier auf dem Kanal sehen. Also in diesem Sinne, vielen Dank fürs dabei sein, wir sehen uns, bis dann, ciao!